Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und in diesem Video soll es um Facebook und Budget gehen. Ja, das wird eine zweiteilige Videoserie. Ich will euch mal meine Erfahrungen mit Facebook und dem Budget teilen. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema, das aktuell auch ja ein sehr kritisches Thema ist und ich will einfach mal ein bisschen darüber quatschen mit euch. Wenn ihr Tipps zum Budget habt, immer gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch geht's gut. Checkt mal die Videobeschreibung aus. Ihr wisst es, da findet ihr einen Link zu Instagram und zu TeamMoney 3.0, falls ihr auch im T-Shirt-Business anfangen wollt und ihr halt nicht erst euch das Wissen selber aneignen wollt, dann ist dieser Kurs, denke ich, für euch ganz gut gemacht. Ja, Facebook und Budget. Darum soll es in diesem ersten Video gehen. Und ich will euch erstmal ein bisschen die Grundstory erklären, ja. Die ein bisschen Basic-Wissen geben. Also Facebook und Budget. Ich bin seit 2015 mache ich Facebook-Werbung. Bedeutet, ich habe schon sehr viele verschiedene Anzeigen geschaltet. Die meisten Anzeigen waren Website-Conversion und Page-Post-Engagement. Und ich habe schon viel mit Budget rumhantiert. Und bis jetzt, zum heutigen Standpunkt, war es immer so, dass viele Konkurrenten auf Facebook unterwegs sind natürlich, also es sind immer mehr Konkurrenten dazugekommen. Somit hat sich das Budget im Laufe der Zeit immer weiter erhöht. Weil ihr wisst, umso mehr Konkurrenten bieten aufs gleiche Feld, umso mehr Nachfrage ist da, umso höher steigt der Preis. Ganz logische Sache. Und bei Facebook ist es eigentlich genauso. Also wenn ihr vier Konkurrenten auf ein Feld habt, bedeutet ein Feld ist zum Beispiel auf die Nische Fitness. Ja, dort habt ihr viele Konkurrenten, die in Frauen von 25 bis 30 bewerben, dann wird hier der Klickpreis extrem teuer sein. Ja, das gleiche ist bei wenig Konkurrenten. Wenn ihr wenig Konkurrenten habt, braucht ihr in der Regel sehr wenig Budget. So, jetzt erstmal, was ist das Budget überhaupt? Ja, das Budget ist eigentlich nichts anderes als das Geld, was ihr Facebook pro Tag zur Verfügung stellt. Es gibt zwei Arten, die man machen kann. Das ist einmal Manual Bidding, heißt es. Habe ich noch nie ausprobiert. Da bietet Facebook, also du gibst praktisch zum Beispiel 5 Euro pro Tag an und Facebook bietet diese 5 Euro, je nachdem, wie sie es gerade für richtig halten. Und dann gibt es das ganz normale Tagesbudget, was auch normal benutzt wird. Ihr gebt 5 Euro an und Facebook verbraucht 5 Euro am Tag, um eure Anzeige auszuspielen. Jetzt ist es so, dass man für 1 Euro vor 2 Jahren oder ich sag mal vor einem Jahr noch sehr viele Daten zurückbekommen hat. 1 Euro, das waren mal locker 500 erreichte Leute und das ist natürlich heutzutage nicht mehr so. Also den 1-Euro-Test, den berühmten, der ist immer noch möglich, aber es ist so eine Sache. Also ich zum Beispiel mache nur noch 2-Euro-Tests, weil ich dann viel schneller, viel bessere Daten habe. Das ist so eine Sache, da muss man ein bisschen gucken. Weil Facebook ist natürlich größer geworden, bedeutet immer mehr Leute sind auf dem Markt dazugekommen, die ihre Produkte platzieren und somit wird Facebook immer teurer und somit bei 1 Euro kriegt ihr nicht mehr ganz so viele Ergebnisse ausgespielt, wie das noch vor einem Jahr war. Deshalb 2 Euro Tests kann man auch empfehlen. Ja, also so mache ich das zum Beispiel aktuell. Und Facebook wird mit der Zeit immer gieriger. Bedeutet, was ich für Erfahrungen gemacht habe, ist zum Beispiel, wenn ich mein Budget erhöht habe, zum Beispiel auch von 2 Euro auf 10 Euro, dann habe ich auf einmal Ad-Burning gehabt. Bedeutet, meine Ad hat nicht mehr konvertiert. Also zum Beispiel, wenn ich vorher bei 2 Euro pro Tag ein Sale hatte, hatte ich, was sehr gut ist, ein Sale für 2 Euro, hatte ich am Ende ein Sale für 10 Euro. Ja? Weil ich das Budget erhöht habe und Facebook immer gieriger geworden ist. Ja, das ist mein Empfinden. Ja, also hier würde ich auch niemals mit Riesenschritten erhöhen, ja, weil Facebook wird immer gieriger. Das höre ich auch von ganz vielen Leuten, die mit 50 Euro starten, dass Facebook diese 50 Euro praktisch auffrisst innerhalb von wenigen Stunden und dass die Ergebnisse nicht immer befriedigend sind. Ja. Natürlich ist beim Budget oder bei der Art und Weise, wie ihr das Geld ausgebt, natürlich Targetierung auch wichtig. Und die Zielgruppe, ja, passt das, also Targetierung ist ja Zielgruppe, beziehungsweise passt die Targetierung oder die Zielgruppe mit der Anzeige zusammen, mit dem Produkt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, das ist der Grundbaustein. Aber Facebook wird vom Prinzip her teurer, ja, also es wird nie, ich glaube nicht, dass es billiger wird, weil immer mehr Konkurrenten kommen dazu und somit bieten immer mehr Leute auf bestimmte Nischen und Facebook wird dadurch zwangsweise teurer.
Ja, diese Erfahrungen haben schon sehr, sehr viele gemacht und auch in den Masterminds bei uns wird das immer wieder thematisiert und man merkt es auch an den eigenen Daten. Das heißt übrigens nicht, dass das T-Shirt-Business nicht funktioniert. Das heißt es nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ihr werdet bloß mehr Geld brauchen, um eventuell mehr Daten zu bekommen. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Das heißt aber auch nicht, dass ihr nicht mehr für 2 Euro Sales machen könnt, ja. Das heißt einfach nur, dass ihr mehr Euros einsetzen müsst, um mehr Daten von Facebook zu bekommen. Ja? Und das ist erstmal so diese Grundstory und dieses Budget. Und warum ist das aktuell sehr kritisch? Also bei uns in der Mastermind zum Beispiel haben wir das Gefühl, dass Facebook im Hintergrund etwas am Algorithmus umstellt. Bedeutet, dass wir haben aktuell sehr viele Linkklicks, oder viele von uns haben sehr viele Linkklicks und wenig Verkäufe. Ja, und das ist sehr untypisch. Normalerweise hat man ab einer gewissen Anzahl an Linkklicks Verkäufe. Und das spricht immer dafür, also wenn das nicht der Fall ist und man zum Beispiel 300 Linkklicks hat und nur einen Sale, spricht das dafür, dass Facebook irgendwas im Hintergrund macht. Ja, bedeutet, dass die den Algorithmus umstellen etc. Das ist alles eine Vermutung. Es kann auch was völlig anderes sein. Kann auch sein, dass das Produkt zum Beispiel völlig unseriös auf der Seite aussieht, aber in der Regel hat das was mit Facebook zu tun. Und hier ist es auch wieder wichtig zu betrachten, dass Facebook und Budget so eine Sache ist. Bedeutet, ihr werdet mal positive Phasen haben und ihr werdet auch negative Phasen haben. Das muss man bei Facebook einfach mit hinnehmen. Ja, bedeutet, Facebook bietet euch eine Dienstleistung an und ihr wisst immer nicht so richtig, was ihr bekommt. Ja, das kann mal ein Hoch sein, dann kriegt ihr auch mal für wenig Geld Daten und es kann mal ein Tief sein, dann ja, spuckt es euch wahrscheinlich Kreuz- und Querdaten aus, die vielleicht gar nicht mit den Teasely-Daten übereinstimmen. Also Facebook ist da so eine Sache, ja. Mal so, mal so. Auch das sollte man wissen, wenn man über Facebook und Budget nachdenkt. Und jetzt bin ich auch schon am Ende des Videos. Also für alle Leute nochmal kurz zusammengefasst, die wichtigsten Punkte. Viele Konkurrenten, ja, bedeutet zum Beispiel in der Katzennische, bedeutet immer, dass ihr grundsätzlich mit mehr Budget rangehen solltet. Ja. Ihr dürft nicht erwarten, dass ihr für 2 Euro 500 Leute ausgespuckt bekommt. Das wird sehr schwierig in einer Katzennische. Ja, umso spezieller die Nische wird, umso weniger Konkurrenten habt ihr vielleicht. Von daher wird es dann günstiger. Ja, umso weniger Konkurrenten, umso weniger Budgets eigentlich vonnöten, um Daten zu bekommen. Ja, so ist der Grundgedanke. Und der dritte wichtige Punkt, umso höher ihr das Budget ansetzt, umso gieriger wird Facebook, weil die sehen, ihr habt Geld und die wollen euer Geld haben. Ja, ganz logisch. Und das wollte ich in diesem Video mal ansprechen und im zweiten Video gibt es dann explizit Tipps von mir, wie ich mit Budget umgehen würde. Ja, diese Tipps sind natürlich sehr, sehr veraltet. Ja, bedeutet, die funktionieren seit ungefähr 2 Jahren. Und dass die jetzt dauerhaft noch funktionieren, ist in den Stern geschrieben. Ja, ihr dürft keinen darauf festnageln. Das sind die Tipps, die ich aus den Masterminds, aus den Coachings zusammengeschrieben habe und die meiner Meinung nach gut funktionieren, aber die müssen nicht dauerhaft funktionieren. Ja? Deshalb mit Objektivität bitte rangehen an die ganze Sache und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie gesagt, checkt Team Money 3.0 ab. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Leute, abonniert diesen Kanal. Ihr könnt auch ruhig diese Glocke neben dem Kanal aktivieren. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.